Jetzt zeige ich euch die linken Maschen. Bei den linken Maschen muss der Arbeitsfaden vor die Nadel gelegt werden, dass der Faden quasi immer vor der Masche liegt, die ich abstricken will. Dann steche ich mit meiner Lehrnadel von rechts nach links durch diese Masche mit dem Faden, der vor der Arbeit liegt, wickel den dann um diese Nadel und ziehe nach hinten diesen Faden durch die abgestrickte Masche. Faden straff halten, wir sind wieder am Nadelübergang. Und lass da auch diese abgestrickte Masche von der Nadel gleiten links. Nächste linke Masche. Faden vor die Arbeit legen, von rechts nach links in die Masche einstechen, Faden um diese Nadel kurz einmal rumwickeln und nach hinten durchziehen. Ich habe die neue linke Masche auf meiner Nadel. Und die andere, die ich abgestrickt habe, kann ich runtergleiten lassen. Noch einmal. Faden vor die Arbeit legen, von rechts nach links einstechen, Faden um die Nadel wickeln und nach hinten durchziehen. So sieht es aus. Von der Nadel gleiten lassen. Ich stricke jetzt zum Reihenende und dann zeige ich euch noch den Übergang zur anderen Nadel. So, der Arbeitsfaden hängt wieder an der letzten Masche der abgestrickten Nadel. Jetzt will ich das wieder miteinander verbinden. Leg den Arbeitsfaden vor die erste Masche der nächsten Nadel. Strick meine linke Masche ab, Faden vor die Masche legen, von rechts nach links einstechen, Faden holen, durchziehen. Die Schlaufe, die neue, ist meine neue linke Masche. Die andere Schlaufe lasse ich von der Nadel gleiten und halt auch da wieder meinen Faden straff. Noch eine Masche stricken, auch straff halten. Und so sind die beiden Nadeln fest miteinander verbunden. Ja, das war's erst einmal.